Wir stehen jetzt in den Toren Jerusalems und haben gerade den Psalm 122 gelesen, in Deutsch und in Hebräisch. Und hier ist auch der Platz, wo Abraham dem Melchisedek begegnet ist und der ihn empfangen hat mit Brot und Wein. Und diese Symbolik haben wir gerade auch gehabt mit Brot und mit Wein. Das ist ein Bild auf das Abendmahl, damals schon bei Abraham und Melchisedek. Ja, wir sind heute Morgen losgefahren, waren zuerst in Kana. Dann waren wir an der Harod-Quelle, die Quelle von Gideon, und sind dann an den Bach Grit, wo der Elia war. Und jetzt geht's gleich ins Hotel und dann gibt's leckeres Abendessen. Also, bis bald. Bis bald.